Wir spielen weiter. Zelda Breath of the Wild. Wir sehen gerade, wir haben hier ganz viele Sachen freigeschaltet. Das kommt daher, weil ich mir jetzt die DLCs gekauft habe. Wir haben sie endlich. Oh mein Gott. Wir haben ganz viele Sachen hier. Die Krone der Schatten, Nebenaufgaben und so weiter und so fort. Und die Frage ist natürlich, habe ich jetzt schon dieses Teleport-Medaillon? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde es gerne schon mal hier, guck mal hier, warte mal, wo ist denn Rüstung des Bösen, seltsame Maske, Teleportation, Feengewand. Die Königsfamilie von Hyrule besaß historisch, haben das extra Notizen. Wertvolle Gewandungen, die von einem Räuber namens Ramda gestohlen wurde. Eines dieser Stücke war eine grüne Kleidung einer Fee. In der Hyrule-Steilruine sollen sich Aufzeichnungen befinden. Okay, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Die Krone der Schatten, Geisterrüstung. Was ist denn das hier? Kooperation mit Xenoblade Chronicle 2. Was soll das denn sein? Im Zentrum der großen Brücke nach Süden. Vom linken Auge des Totenkopfs nach Osten. Vom durchstochenen Gipfel nach Südosten. Blick in den Nachthimmel auf und folge den roten Sternschnuppen. Noch zu finden drei. Ach du Scheiße, Leute. Ich hätte mir die DLCs niemals kaufen sollen. Ich hätte sie mir niemals kaufen sollen. Ich glaube wirklich, ich bin jetzt komplett überfordert. Ich bin jetzt komplett überfordert. Du bist der Beste, mach weiter so. Oh, Patrick. Alter Schleimer. Guten Morgen. So. Pass mal auf. Also den Teleportstein haben wir noch nicht. Wir wissen aber, wo wir hinwollen. Ich guck mal ganz kurz auf die Map. Ach so, hier zum Turm können wir uns porten. Wir gehen jetzt mal wieder ganz zurück am Anfang und zwar zum Schrein des Lebens. Ich glaube, da hat das DLC für uns schon extra Inhalte geparkt. Da gehen wir mal kurz hin und gucken mal, ob sich dieser Pass überhaupt lohnt, ne? Ist auch ohne DLC da mit den Schnuppen. Genau, genau. Ja, ich weiß. Das hatte kein Symbol davor, ne? Alle DLC-Aufgaben oder DLC-Items hatten einen X-Doppelpunkt davor. Glaube ich. Ich glaube, weiß ich nicht, extra heißt das wahrscheinlich, ne? Und das mit den Sternschnuppen hatte das nicht. Aber ich weiß gar nicht, wo ich die Quest eingesammelt hatte. Naja, naja. So, Leute, da sind wir wieder im Schleim des Lebens mit Link. Hallo. So, wollen wir mal gucken. Hier müssen irgendwelche Kisten noch sein, ne? Ich mache hier erstmal eine Bombe hin, erstmal, so. Erstmal in Deckung gehen, hier um Jotten Willen. Wir haben natürlich eine enorme Sprengkraft hier. Die Bömmchen. War aber gar nichts drin. Hm. Haben wir hier noch irgendwelche Kisten? Soll ich hier nochmal rein vielleicht? Nochmal untersuchen? Ja, das ist die Kryokammer gewesen, ne? Da haben wir geschlafen. Aha. Ui, du hast mich entdeckt. Nicht sein Ernst. Da versteckt sich auch ein Grog. Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Hm. Also hier sind aber keine extra Kisten, ne? Wollte ich ja nur mal sagen, Leute. Ich mach hier nochmal eine Bombe hin kurz. So. Ja, da ist auch nichts mehr, ne? Da ist auch einfach nichts mehr. Ist nicht so schlimm. Dann war das wahrscheinlich woanders. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Was sagen denn unsere Quests eigentlich? Wo haben wir die denn? Hier. Blaues Gewand. Eider-Dorf-Ruin, Eider-Dorf-Ruin, Stall des Waldes, Stall von Süd-Akala, Hyrule-Stall-Ruin. Wo war das denn? Haben wir gar nicht, ne? Mehr gibt's gar nicht. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal zu den Stallruinen. Da soll es noch viele Informationen geben. Hyrule Stallruinen, das müssten ja, glaube ich, die sein, wo wir vorher auch waren, ne? Das heißt, das waren die hier. Sind das die Hyrule Stall der Zwillingsberge? Ja, das weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt die Stallruinen sind. Ich werde aber trotzdem nochmal hinreisen, oder? Oder? Das Spiel ist ein wenig leiser, denke ich. Könnte laut sein, wenn du kämpfst. Spiel ein wenig leiser. Okay, alles klar. Okay, okay, alles klar. Ach, guck mal, ich kann die sogar markieren. Ah, okay, 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 okay. So, Teleportation wäre natürlich super, ne? Da will ich einmal hin. Ich habe das jetzt markiert und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo der Punkt jetzt hin ist. Den Stempel können wir löschen. Was ist denn das hier unten eigentlich noch? Stall der Zwillingsberge und hier oben haben wir... Ach, da ist er! Oh mein Gott. Eieieiei. Das ist natürlich sehr weit weg, Leute. Das ist natürlich sehr weit... Ich markiere mal alles, einfach mal, um zu gucken, wo das Zeug ist hier. Irgendwas im Umkreis? Nee. Also alles noch für später. Sehr gut. Wir haben quasi noch nichts verpasst. Ah, hier. Guck mal.
Rüstung des Bösen. Da können wir hin, Leute. Da können wir nochmal hin. Das ist ja direkt hier am Rand, ne? Pass auf, wir werden von hier aus rüber segeln. Das ist unsere nächste Mission, Leute. Das ist unsere nächste Mission. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen soweit, Freunde. Das mit den Sternschnuppen, also keine Ahnung. Das geht da wahrscheinlich auch nur, wenn es dann auch dunkel ist, oder? Hallo Danny Kirscher, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich heute auf heute Abend. Heute Abend geht's essen, Leute. Bevor der große Lockdown kommt und auch die Geimpften wieder weggesperrt werden, weil die Inzidenzen so unfassbar hoch sind. So. Geht's heute nochmal schön essen. Ich hätte eigentlich Schule, aber hätte nur 2 Stunden. Das lohnt sich nicht. Digga, geh zur Schule, Affenzo. Bruder, was los mit dir? Geh zur Schule. Hast du das gesehen? Da war irgendwie eine merkwürdige Struktur. Oh, nee, schaffe ich nicht, oder? Hallo, Mad Max. Grüß dich. Da war irgendwas. Guck mal, wie das aussieht. Ganz merkwürdig, oder? Da müssen wir noch mal hin. Ich glaube, da ist noch irgendwas. Und das hier sieht auch merkwürdig aus. Wir können hier die Steine bewegen. Aber nur den einen irgendwie, ne? Müssen wir diesen Stein vielleicht da hinten reinpacken? Macht das Sinn? Ich glaube nicht, oder? Machen wir mit diesem Stein hier. Wir packen erstmal eine Bombe hin. So. Ich liege im Bett, bin noch krankgeschrieben und will zur Schule. Ja, siehst du, das ist was anderes. So, Steinchen einsammeln. Wahrscheinlich kommt auch bald wieder ein großer Lockdown. Darf man helfen? Nein. Ich habe mir jetzt auch eine Switch und Zelda gekauft. Mad Max, das ist nicht dein Ernst. Du hast jetzt Switch und Zelda gekauft. Wegen mir. Du hast ja keine neue Konsole geholt, oder? Bitte nicht helfen. Bitte nicht helfen. So. Gut, wir gehen zum Marker erstmal hier. Wir schauen mal. Von hier oben können wir schön hinrushen, glaube ich. Oha, wie aus das sieht, ne? Hier haben wir auf jeden Fall einen krassen Sumpf. Schwierig. Ich werde mal direkt dorthin fliegen. Pass mal auf. Ja, auf diese Insel. Eventuell, oder? Sind wir dann schon im... Scheiße, ich glaube, wir sind zu weit. Alter, ich weiß nicht, ob wir da jemals... Oh Gott, wir müssen hier einmal komplett durch, ehrlich gesagt. Und wir sind hier völlig falsch, ne? Ich glaube, wir sind hier völlig falsch. Oh, was ist denn das? Ach, ein Holzbogen liegt hier random rum hier. Das ist ja nett. Dankeschön. Oh Gott, irgendwas passiert hier. Oh nee, ein Ivarok. Ja, das kannst du vergessen. Also den... Den können wir, glaube ich, nicht bezwingen. Ich werde flüchten. Ich werde flüchten einfach nur. Hallo, Luke Master, grüß dich. Zum Glück können wir hier durchlaufen. Wenn das Spiel zu laut ist, sag Bescheid, bitte. Vielleicht mache ich leiser, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken. Bin zwar nicht so weit, bin zwar nicht so weit wie du. Ja, na gut, Mad Max. Ich habe natürlich auch schon ein paar Stündchen jetzt hier auf dem Buckel, ne? Ich habe schon lange gespielt. Wir müssen da irgendwie rüber, ne? Auf die andere Seite. Ich werde mal versuchen, von hier oben rüber zu segeln. Oh, guck mal, da ist auch irgendwie ein Sumpfmonster noch. So. Hier auch dieser Brunnen. Das sieht mir alles so verdächtig aus. Hier gibt es bestimmt noch richtig guten Stuff. Ich guck mal in den Brunnen rein. Schleichschnecke haben wir gefunden. Uiuiuiui, das hat sich ja schon gelohnt. Oh Kacke, es wird dunkel. Es wird dunkel. Hallo Chandra, guten Morgen. Ja, das Game macht richtig Laune, ne? Das macht schon richtig Spaß. Es gibt so viel zu finden. Hast du dir auch die... Ich habe mir die DLCs jetzt gekauft. Hast du dir die auch geholt? Den Extension Pass. Okay. Ach hier, warte mal, hier ist es. Das ist doch im Sumpf. Hier muss irgendwas sein, Leute. Irgendeine Rüstung wollen wir ja suchen. Ne? Vielleicht finden wir auch nur Aufzeichnungen über die Rüstung. Hier in diesem Haus eventuell. So, Leute, was haben wir? Hier, da ist ein Buch. Da ist ein Buch. Ich untersuche es mal. Erste Seite. Hier sei festgehalten, wo sich 6 Schätze aus Schloss Hyrule versteckt haben. Unterzeichnet Ramda. Die Mütze des Händlers liegt in der rechten Klaue des Drachen, der die Quelle... des Mutes am Drakoto-See verschlingt. Was?
Wie bitte? Die Mütze des Händlers liegt in der rechten Klaue des Drachen, der die Quelle des Mutes am... Also, Quelle am Drakutosee. Digga, ich muss mir das aufschreiben. Ich vergesse das alles. Ich habe kein... Kann das jemand aufschreiben? Kann das irgendjemand aufschreiben? Hier festgehalten, wo ich die 6 schätze. Ja, ja, mach mal weiter. Die Mütze, so nächste Seite. Das blaue Gewand des Helden, der den Wind kontrollierte und das Meer bereiste, liegt dort, wo der Evantra-Fluss beginnt. Ey, Leute, ohne Scheiß, ich brauche hier irgendwie einen Notizzettel, ne? Bin gleich wieder da. Ich muss mal hier kurz was suchen. So, ich bin wieder da. Ich habe einen Zettel und Block mitgebracht. Ich glaube nämlich, dass das nicht steht, hier steht, ne? Das letzte Mal muss ich mir auch schon Notizen machen bei Zelda. Also, Quelle. So. Quelle. Evantra-Fluss. Oh mein Gott, Leute, wir werden das alles niemals finden, ne? Quelle Evantra-Fluss. Und das erste war an irgendeinem komischen See. Ja, gucken wir uns das nochmal an. Der die Quelle des Mutes am Drakutosee. Quelle des Mutes. Alter, ohne Scheiß, ich werde das alles niemals finden. Ich werde das alles niemals finden, glaube ich. Der Helm des angeblichen Königs der Schatten wartet im Sumpf des Tals südlich der Zwillingsberge. Ich glaube, das wird nirgendwo aufgeschrieben. Ja, ich muss das aufschreiben. Es tut mir leid. Ich glaube, man kann hier sehr viel Zeit versenken in diesem Spiel. Hallo. Aber ich mache das natürlich auch. Du hast ein Handy, fotografierst du auch? Nascha, Digga, das ist ja die beste Idee. EU West, warum fotografiere ich das denn nicht, Mensch? Ja, na sicher. Aber ich habe leider mein Handy gerade gar nicht da. Aber was ich jetzt habe, ich habe Zettel und Stift. Ich habe hier Zettel und Stift. Kein richtiges Spiel ohne Zettel und Stift, ne? Namo, wie geht's dir? Grüß dich. Hallo, Nascha. Na, ihr beiden, wie geht's euch? Nascha und Namo. Das passt namentlich auf jeden Fall zusammen. Seid ihr beide noch Singles? So. Die Teile der Rüstung des Bösen sind inmitten des Waldes. Mitte. Wald. Firon. Es liegt am Grunde. Eins liegt am Grund des dritten Wasserfalls nördlich des Floriasee. Ein dritte Wasserfall. Morgen beim nächsten Mal machen wir mit Handy, ne? Beim nächsten Mal machen wir mit Handy. Dritte Wasserfall nördlich von Floriasee. So. Oh Gott, Alter. Am Floria-Fluss gibt es auch noch was? Floria-Fluss? Digga, ich hoffe, das ist alles auf der Karte eingezeichnet, ne? Brücke zwischen den Wasserfällen. Brücke zwischen Wasserfall. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, glaube ich. Eins ruht, eins da braucht ein Steinvogel. Digga, wie viel gibt's denn noch? Steinvogel? Libera-Wald. Das ist wie in der Schule, ne? Man muss alles mitschreiben. Auf der letzten Seite steht X2. Was könnte das bedeuten? Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. So, Leute, ich habe Notizen gemacht. Ich habe Notizen, sind da, Leute. Eieiei, mir geht es den Umständen entsprechend gut, aber passt schon. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, die Mütze des Händlers. Digga, jetzt sag nicht, das steht hier alles drin. Blaues Gewand, Digga. Ich habe alles aufgeschrieben gerade.
Ein Hoch auf Zettel und Stift. Ich habe alles aufgeschrieben, das gibt's doch gar nicht. Habe ich das jetzt auch markiert hier? Warte mal, wie kann ich denn die anderen Quests abwählen? So, haben wir hier noch irgendwas? So, Mütze des Händlers. Aber der markiert nur... Der markiert nur den Punkt, wo wir gerade stehen, oder? Ich glaube, ja. Aber das sind die Dorfruinen, wo ich hier gerade bin, oder? Ich weiß nicht. Kannst du mir auch sagen, wie man Lagerfeuer macht? Ja, natürlich. Gar kein Problem. Du brauchst Feuerholz im Inventar und einen Feuerstein, ne? Feuersteine, weiß ich nicht, ob du die schon hast. Die findet man ab und zu, wenn du so Sachen sprengst. Ich habe lange gebraucht, bis ich einen Feuerstein gefunden habe, ehrlich gesagt. Aber ja, gut. So, wollen wir mal kurz gucken. Haben wir denn hier irgendwo schon eins der Sachen? Wir haben... wir gucken mal kurz, was haben wir denn hier? Hylia-Fluss war nicht von die Rede. Von der Brücke auch nicht. Vergessenes Plateau, Zitadelle, Totenfluss, bla 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 bla. Ich guck mal kurz die Namen durch, die wir hier haben, ne? Panoraberg sagt mir nichts. Da haben wir nichts von aufgeschrieben. Na, weiß ich. Preludia-Fluss haben wir auch nicht. XYZ890 sagt, Wissenschaftler fanden Erstaunliches heraus. Stift und Papier sind die besten Mittel, um das Gehirn zu trainieren. Aha. Denn mit der Hand zu schreiben stärkt Konzentration, Gedächtnis und Merkleistung effektiv und nachhaltig. Tarnfluss, Yarasee, habe ich alles noch nie gehört. Kampfersee. Also es gibt hier einfach gar nichts, ne? Ich glaube, wir haben jetzt zwar Notizen, aber wir können damit nichts anfangen. Wir können damit einfach nichts anfangen, leider. Das sind alles so Sachen... Quelle der großen Fee. Das sind alles Sachen, die werden wir wahrscheinlich erst später finden, oder? Ist das richtig? Ich habe so viel aufgeschrieben. Hier ist ja nichts in der Nähe. Hier ist ja nichts in der Nähe. Ja gut, es ist, wie es ist. So, pass auf, dann machen wir hier weiter. Wir haben ja eine epische Mission. Wir machen mal die Hauptquest weiter. So. Die ist nämlich hier. Ich will das ehrlich gesagt gar nicht ändern. War das denn? Wie aktiviere ich denn das Ding? So, Tagebuch. Wo ist denn die Hauptquest? Die machen wir jetzt erstmal fertig. Ah, Teleportation wäre natürlich auch geil, ne? Aber wenn wir das jetzt alles suchen, wären wir nie fertig. Ich kriege ja echt einen Knoten in die Finger, ne? Ach so, hier, guck mal. Bitte nicht betreten. Besiege Ganon. Oh mein Gott, da weiß ich aber nicht, ob wir das hinbekommen, ne? Der Geist von König Rohem hat hier von der Gefahr berichtet, dass das ganze Land in sich... Okay, ja, den Ganon können wir jetzt nicht besiegen, ne? Zeldas Vermächtnis. Vergessene Plateau. Da geht's auch wieder zurück. Wir können doch Ganon nicht hier jetzt irgendwie platt machen. Hallo, Hass auf Arbeit, grüß dich! Wie geht's, wie steht's? Muss mal kurz gucken, wo ist denn das? Da oben, um Gottes Willen. Besiege Ganon. Ja, das können wir jetzt noch nicht machen, Leute. Das können wir jetzt noch nicht machen. Was hatte ich denn hier ausgewählt? Die vier Titanen wahrscheinlich, oder? Nee, auch nicht. Oh, Digga, komm. Hey, das Vermächtnis. Da müssen wir hin. Da wollte ich hin. Okay, alles klar. Sehr gut. Wir haben auf dem Weg dahin noch einen Schrein und ich teleportiere mich mal hier hin. Und wir sehen uns gleich wieder. Muss mal kurz was wegbringen. So, Leute, da bin ich wieder. Reicht Link in den Regenschirm. Den braucht auf jeden Fall. Ja, hat nur eine kleine Kapuze. Okay, gut. Jetzt haben wir eigentlich genug Zeit gewastet. Halbe Stunde haben wir uns nur irgendwelche Bücher angeschaut. Geschaut, wo wir weitermachen. Ja, war auch ganz wichtig. Aber jetzt können wir endlich wieder unserer Mission folgen. Und, es geht weiter da vorne, ne? Es geht weiter da, wo es leuchtet. Und wir springen jetzt einfach mal hier runter. Ich hoffe, die Ausdauer reicht aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Guten Morgen, Barayo. Grüß dich. Wunderschönen guten Morgen. Und hallo, Pit. Hi. Na, ihr beiden. Ja, wir spielen Zelda weiter. Ich sehe nichts, weil es stürmt natürlich auch ein bisschen. Oh, guck mal. Hier auf der Minimap sehe ich gerade, dass wir gleich über so einen See fliegen. Das möchte ich natürlich nicht. So. Wir müssen mal schauen. Der Sturz wird sehr, sehr tief, wenn jetzt hier... So, ich muss noch mal ein bisschen absacken. Sonst ist die Ausdauer weg. Das ist ja auch nicht so gut dann. So, wunderschön. Was ist denn das? Ein Ausdauerling!
Da können wir tolle Sachen verkochen. Wie geht es euch, Leute? Oh mein Gott. Ja, es ist natürlich dunkel. Ich werde angegriffen, aber ich glaube, die kommen gar nicht so nachts raus, ne? Ich glaube, das sind eher so die... Oh, ich habe hier so ein langsames Schwert, leider. Leider so ein ganz langsames Schwert. Oh Gott, ey. Das gibt's doch gar nicht, ne? Es ist so langsam. Der Riesen-Zweihänder zerbricht gleich. Sehr gut. Da können wir mal eine schnellere Waffe nehmen. Okay, er ist zerbrochen. Er ist offiziell zerbrochen. Und wir haben hier leider auch einen Bienenstock noch in der Nähe. Und wir sollten auf jeden Fall was essen hier. Ansonsten ist gleich Game Over. So, was haben wir denn Leckeres? Ich esse mal hier so Matschepampe, oder? Dubiose Matsche. Ah, ich glaube, das schmeckt ganz gut, ne? Das Zeug. So. Guten Morgen! Nachser Marsch! Grüß dich! Guck mal, der Knüppel ist deutlich schneller. Da kannst du schon was mit reißen. So, ich nehme das alles mit hier, was hier rumliegt. So. Hyrule-Reis. Sehr schön. Da können wir Reisbällchen und Risotto von machen. Alter, was für prachtvolle Hirsche es hier gibt. Ein Rüstling nehmen wir auch nochmal mit. Was ist das hier für eine Waffe noch? Eine Holzverlags. Die lassen wir erstmal liegen. Oh Gott, die Bienen sind da. So, wir laufen mal weiter. Ein leuchtender Pilz. Die werden schon irgendwann weggehen, oder? Oh mein Gott. Hilfe! Jetzt kämpfen die Bienen vielleicht gegen... Ah, nee. Doch. Die Bienen kämpfen gegen die Skelette. Das ist gut, Leute. Das ist gut. Dann sind die alle ein bisschen abgelenkt, ne? Zumindest die Bienen sind abgelenkt. Okay, wir gehen mal straight zum Tempel, Leute. Was macht er denn da? Er knüppelt irgendwas nieder da unten. Ach, hier ist eine Stadt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Aber der Tempel ist da oben irgendwo, ne? Hateno, da sind wir. Oh mein Gott. Er scheint ziemlich aggressiv zu sein. Ich rede mal mit ihm. Hallo, friendly. Ha. Wer da? Ein Eindringling um diese Zeit? Ich bin ein Reisender. Stimmt schon. Du siehst aus wie ein ganz normaler Hylianer. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vor einige Schlüsse gezogen habe. Dann geh ruhig weiter. Du bist hier auf der Durchreise, oder? Also, wenn du einkaufen willst, wirst du im Kräuterladen fündig werden. Das Grashaus liegt weit... das stand da, habe ich nicht mehr gelesen. Okay. Aber der Schrein muss ja auch irgendwo in der Nähe sein, ne? Ich laufe erstmal hier hoch. Wir müssen ein bisschen klettern. Oh, hier haben wir eine epische Fahne. Ja, das... Ah, da vorne ist er, guck mal. Da vorne ist er. Ja, es piept ein bisschen, tut mir leid, aber das bleibt halt nicht aus. Ich habe meinen Schreinfinder angeschaltet. Ich will gleich aufhören, sobald wir da drinnen sind. Und dann werden wir mal hier das Dorf erkunden. Aber was für coole Hütten, ne? Sieht so aus wie Tiny Houses. So kleine Häuschen. Myamagana-Schrein. Oh, da bin ich ja mal gespannt, Leute. Da bin ich ja mal gespannt. Alles gut, ich setze sie dann auf den Schoß und lasse sie den Stream gucken. Sehr gut, Namo, sehr gut. Mal hier kurz rein schon mal.